Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder, heute mit einem etwas anderen Video, aber ich bin mir sicher, es wird spannend für euch. Und zwar die 10 Gründe, warum das Einradfahren, speziell das Muni, also das Municycle, das Mountainbike-Einrad, so cool sind für Mountainbiker, warum eigentlich jeder Mountainbiker das mal machen sollte. Ich habe einen Gast dabei, den Felix, stell dich mal kurz vor. Hi, ich bin Felix Grigel aus Meschede, 20 Jahre alt und ich fahre professionell Einrad, bin auch auf Meisterschaften unterwegs. Schon mehrfacher deutscher Meister geworden im Hochsprung und fahre auch auf Weltmeisterschaften mit. Ja, das ist mein Sport und mir macht es einfach so viel Spaß, die Berge runterzufahren, zu springen und einfach ein bisschen Sport zu treiben mit dem Gerät. Ich kann euch sagen, also er hat jetzt schon ein paar gute Fakten gesagt, aber ihr werdet sehen, der ist einfach ein, ja, ist ein Profi, ja. Also dann denkt man so, ich so cool, ich fahre Treppen runter, ich fahre irgendwelche steile Skihänge runter und die Leute gucken schon alle, aber wenn ich dann ihn sehe, bin ich demütig. Der macht einfach alles damit. Aber auch für euch als Nicht-Profis ist das ganze Thema eine super spannende Sache. Ein super Grund, mit dem Einradfahren anzufangen, auch wenn man nicht mehr irgendwie Kind oder Jugendlicher ist, ist, dass das Gehirn neue Sachen lernen will. Und das ist einfach ein mega wichtiger Grund, weil ihr kennt das, wenn man Familie hat, seinen Job hat und so weiter, dann geht man so in Routinen, in den Alltag und auch im Berufsleben, dass man wenig neue Reize hat für den Kopf. Klar, man kann sagen, ich will jetzt den Biketrick lernen und das und so weiter. Aber wenn man beim Biken immer besser wird, dann muss man immer höhere Risiken gehen. Höhere Dropspringen, Trickspringen. Und beim Einradfahren sind die Risiken sehr gering und man muss was komplett Neues machen. Ich kann nicht sagen, wenn ich jetzt euch das Ding in die Hand drücke und sage, fahr mal los, werdet ihr einen halben Meter weit kommen, wenn ihr es nicht schon als Kind oder Jugendlicher gelernt habt. Also, Challenge accepted, sagen, die Herausforderung nehme ich an. Und euer Gehirn wird sich so freuen über jede neue Verknüpfung, die dann da gebildet wird. Und dass man lernt zu fahren, anfängt Tricks zu machen, anfängt Trails zu fahren. Also man kann das so steigern, aber man kann es so machen, ohne das Risiko immer weiter zu pushen. Das finde ich halt das Gute daran. Wenig Geschwindigkeit, wenig Fallhöhe und man landet meistens safe. Man will immer was Neues lernen und man muss immer so große Risiken beim Biken eingehen, wenn man schon echt ein hohes Niveau hat. Höhere Dropspringen und so weiter. Beim Einradfahren ist es so, klar, du kannst auch schwierige Trails fahren und was die Profis da fahren, ist echt heftig mit dem Einrad. Aber zum Beispiel, ich fahre seit meiner Jugend Einrad, 10 Jahre Pause gehabt. Ich kann ganz gut Trails runterfahren und so. Ich wollte aber mal rückwärts fahren lernen. Dann habe ich es aber nicht richtig geübt und dann habe ich lange Pause gehabt. Ich kann es noch nicht. Ich werde da nochmal rangehen. Aber damit ihr seht, man kann auch ohne Risiko dem Kopf was Neues zum Lernen geben. Zeigt euch mal, der Felix, wie das aussieht. Weil dann ist alles fürs Gehirn wieder rückwärts und neue Verbindungen sind im Gehirn und es ist überhaupt nicht gefährlich. Ja, ein weiterer toller Punkt beim Einradfahren ist, dass man sich ständig fit hält, wenn man trainiert und auch wenn man nur so rumfährt. Zum Beispiel, wenn ich zu Hause trainiere, dann spare ich mir meistens das Fitnessstudio nach einem harten Training, weil wenn ich springe, dann brauche ich meine Arme, da brauche ich meine Beine. Oberkörper, Unterkörper ist alles dabei, Ganzkörpertraining, wenn man es richtig macht, wenn man es professionell auch später vielleicht machen will, dann hält man sich ordentlich fit, es ist ein guter Freizeitvertreib, man hat viel Spaß, man ist draußen und ja, allgemein hält Einradfahren fit und man hat halt immer die Bewegung, man hat keinen Leerlauf, man muss die ganze Zeit treten und deswegen ist es auch nochmal eine anstrengendere Bewegung als beim Fahrradfahren, wo man bergunter rollen kann und beim Einrad hat man das nicht. Also ihr werdet merken, sowohl für die Sprungkraft und so weiter ist das ein neuer Reiz. Das Fahren an sich ist teilweise wie eine Beinpresse, aber halt mit viel mehr Spaß als im Fitnessstudio. Ihr werdet sehen, durch die Bremse ist es halt so, dass man bergab die Knie schont. Also wenn man jetzt ein Einrad ohne Bremse hat und man fährt Trails runter, dann kann das ein bisschen auf die Knie gehen, aber die Bremse ist es gar nicht mehr so. Und da kommt jetzt auch schon der nächste Punkt. Und zwar ist es ein perfekter Joggingersatz oder eine Jogging-Alternative. Also ich mache seit 13 Jahren Mountainbike-Kurse und ich habe ganz viele Leute, die früher Fußball, Handball, Skifahren, die haben sich die Knie zerstört und können nicht mehr joggen gehen und fahren deswegen Fahrrad. Aber Fahrrad, da muss man viel länger fahren, um das gleiche Training zu haben. Und was ich immer mache bei schlechtem Wetter, ich gehe einfach Einrad fahren, weil mein Knie mag auch kein Joggen mehr. Und du hast eine ähnliche Geschwindigkeit, eine ähnliche Intensität und es ist halt viel kniefreundlicher, weil dein Hauptkörpergewicht auf dem Sattel ist und nicht wie beim Joggen immer punktuell auf einem Knie. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr Einradfahren einmal lernt, gerade in der Stadt oder so, ist ein super Joggingersatz und man hält sich intervallmäßig fit, wie Felix schon gesagt hat. Ja, das Tolle ist auch beim Einradfahren vor allem, dass man, wenn man anfängt,
irgendwann dieses Flow-Gefühl hat. Dass wenn man einen Trail fährt, den anfängt, dann ist man irgendwann im Modus sozusagen. Und dann gibt es nur noch den Trail und das Einrad. Und da ist man halt aus dem Alltag raus, man konzentriert sich nur da drauf. Und das ist auch das Tolle beim Einradfahren, dass man quasi raus kann aus seinem Alltag, ein paar Stunden in den Wald, Downhill fahren. Und was natürlich beim Einrad auch ganz krass ist, man kann nicht einfach nur rollen und dann kommt ein Stein, egal, das macht die Federung. Man ist wirklich immer am Linienscannen und man lernt sogar was für die eigene Fahrtechnik, was man aufs Mountainbike übertragen kann. Und man spürt, ob das jetzt so ein schottriger Boden ist. Man hat ein richtig gutes Gefühl und mit so einem simplen Sportgerät, also das kann ich auf jeden Fall total empfehlen, egal ob es beim Lernen ist oder nachher auf Trails, voll im Jetzt sein, das geht mit dem Einrad richtig perfekt. Ja, wichtig ist auch noch zu sagen, dass man halt wirklich keine Federung hat, sondern dass man alles wirklich entweder aus den Beinen oder aus dem Reifen, je nachdem mit wie viel Luftdruck man fährt, rausfedert. Und so muss man sich halt auch auf jede Wurzel, die kommt, auf jeden Stein, der kommt, wirklich konzentrieren und sich darauf gefasst machen. Ich weiß, viele von euch interessieren sich ja auch generell für Material, für Tunen, für Basteln beim Mountainbike. Beim Einrad eröffnet sich da eine komplett neue Welt. Es gibt nur wenige Einradfirmen, aber die haben eine gute Palette an Rädern und es ist halt relativ simpel. Aber ich kenne schon genug Leute, die dann mit verschiedenen Teilen, mit Leichtbautüfteleien experimentieren, die sich hier so noch so einen Aufsatz bauen, dass sie die Bremshebel anders haben. Andere machen sich das Rad noch leichter durch spezielle Teile. Also es ist wirklich nochmal richtig spannend, wenn man sich für die ganzen Materialsachen, man kann die Reifen verschiedene testen. Es ist wie so eine kleine neue Welt. Ja, genau, auch was Marc gerade sagte, manche bauen sich Griffe da dran, es gibt auch Renndisziplinen, um bei Renndisziplinen das Einrad nochmal nach vorne zu drücken, um schneller zu sein. Manche bauen sich, um, wie Marc schon gesagt hat, das Einrad leichter zu machen, Carbonstützen rein oder sowas. Und es gibt auch verschiedene Reifendicken, es gibt auch Fatbikes beim Einrad sozusagen. Und es gibt auch Rennräder, die nur 1 cm schmal sind. Und sonst gibt es noch eine ganz verschiedene und breite Palette an Einrädern. Es gibt 36 Zoll Einräder, die sind ungefähr so hoch. Dann gibt es 20 Zoll Einräder, Sprungeinräder, Downhill Einräder. Da hat man sehr viel Unterschiedliches dabei, was man erst nicht denkt und worüber man auch staunt meistens. Wenn man Einrad fährt, dann kriegt man viele bewundernde Blicke und die meisten denken, ey, du bist doch hier der Bekloppte, der hier den Wald oder gerade im Winter, ich fahre mal gerne die Rodelwiesen runter, die denken, was hier der Spinner, das ist doch mega gefährlich. Einradfahren, da liegt man doch direkt auf der Nase, wenn man nicht total viel Balance hat. Und dann auch noch da bergab, das ist ja bekloppt. Nein, es ist das Gegenteil. Es ist wirklich viel sicherer, weil das Einrad sich immer von dir wegbewegt. Wenn du, sag ich mal, eine Stelle nicht schaffst oder einen Fehler machst und du landest meistens auf den Füßen, das Einrad geht nach vorne oder nach hinten weg und beim Fahrradfahren ist es so, oft schießt das Fahrrad dich noch nach vorne und dadurch kommen diese ganzen Verletzungen von Handgelenken, Schlüsselbein, Schulter oder Zahnlücken, kennt ihr bei manchen, weil das Fahrrad die Leute nach vorne wirft. Also weil das Fahrrad unter einem ist, ist es viel gefährlicher, plus die Geschwindigkeit ist höher beim Fahrradfahren und die Sprünge und so weiter sind höher. Also ich kann sagen, Einradfahren ist mega die Herausforderung und wenn ich irgendwie einen Trail-Einstieg habe, der so steil ist, wo ich mit dem Mountainbike denke, ja, interessiert mich gar nicht, im Einrad geht mir wieder so, habe ich wieder so viel Angst quasi, aber dann schaffe ich es, freue mich und weiß, auch wenn ich es nicht schaffe, dann lande ich halt höchstens auf dem Bein oder manchmal auf dem Po, aber ich tue mir nicht groß was und habe total das Belohnungsgefühl, wenn ich dann die Stelle geschafft und denke so, ja, yeah! Mit dem Fahrrad wäre es halt überhaupt nicht interessant gewesen und ich muss schon viel krassere Sachen machen, um irgendwie noch einen Kick zu kriegen. Und ja, man stürzt halt kontrolliert und nicht so wie beim Fahrradfahren, dass man sich über den Lenker überschlägt oder über das Gerät, sondern das Einrad geht vor einem weg und man landet meistens auch etwas sanfter, weil man auch eine niedrigere Geschwindigkeit hat und deswegen ist das Sturzrisiko im Allgemeinen, kann man sagen, etwas geringer als beim Fahrradfahren auch. Jetzt habe ich noch einen ganz spezifischen Grund, wo ich aber weiß, den an andere Mountainbiker, die auch Einrad fahren, auch schon. Und da denke ich mir, das könnten noch viel mehr Mountainbiker genießen, diesen Vorteil. Und zwar ist es so, beim Mountainbiken hat man immer mal eine Hand, eine Armverletzung, eine Schulterverletzung, irgendwas, was einen daran hindert, einen Lenker zu fassen oder mit Gewicht am Lenker zu sein. Und dann kann man höchstens vielleicht noch auf der Rolle Indoor trainieren, aber wenn tolles Wetter ist und so weiter, will man ja auch fahren. Und das geht halt super mit dem Einrad. Also ich habe mir mal ein neues Einrad geholt, und hatte gerade mir die Finger verletzt, also musste genäht werden an den Fingern.
Ja, und dann bin ich wochenlang mit meinem Einrad gefahren, habe mit der anderen Hand gebremst. Ja, natürlich bin ich keine krassen Risiken eingegangen, aber ich kenne es halt von anderen auch, ob es jetzt Ausdauertraining ist oder einfach nur in der frischen Luft, Natur genießen, Fitnesstraining. Das kann man halt auch mit Handverletzung, Armverletzung, während andere halt irgendwie viele Monate überhaupt nicht mal auf Räder kommen und rollen. Deswegen ein kleiner Tipp, selbst hier bei Verletzungen, wenn man eine Schiene oder einen Gips hat, dann kann man ja normal auf einem breiten Forstweg ein bisschen fahren, weil da ist das Sturzrisiko echt so gut wie gar nicht und man landet auf jeden Fall auf den Beinen. Man muss ja nicht direkt Tricks und Stunts machen. Ein super Grund für alle Bergfreunde. Das Einrad ist für mich eine super Verbindung aus zu Fuß sein, wandern und Trails fahren, Spaß haben. Weil es ist oft so, wenn es richtig steil wird, mit dem Mountainbike, gerade mit dem EMTB, kann man auch steile Trails hochfahren, was auch seinen Reiz hat. Aber mit dem Einrad kann man halt quasi dieses Wandern, also ich wandere gerne hoch auf den Gipfel, aber runtergehen finde ich immer doof. Auch wenn es ein normaler Weg ist, muss ja kein richtig heftiger, technischer, verblockter Fahrt sein. Und das Einrad, das kann man halt viel leichter quasi schleppen. Man kann es natürlich auch an diese Huckebike, an diese Träger am Rucksack machen, wo man auch Mountainbike dran machen kann. Und dann kann man damit auf den Berggipfel und das Bergab fahren. Macht viel mehr Spaß, als zu Fuß zu gehen. Und ich finde es auch gut irgendwie für den Körper, dass ich nicht den ganzen Tag immer nur im Sattel sitze, sondern dass ich quasi einerseits meine Bewegung ganz natürlich auf den Beinen habe, aber das verbinden kann mit dem Einradfahren. Also Wandern und Einradfahren einfach eine mega gute Kombi. Für alle Papas, Mamas und so weiter, es ist einfach so, dass es vom Tempo super ist für Kleinkinder, Kinder, die gerade mit dem kleinen Fahrrad oder Laufrad fahren. Also man kann quasi den Sport dann verbinden mit der Freizeitaktivität, weil man auch schön langsam ist. Und mit dem Fahrrad ist halt so, man kann immer nur bremsen und rollen, weil die Kleinen halt so langsam sind. Und das Gleiche gilt übrigens auch für den Hund, je nachdem, was für einen Hund man hat. Man kann echt super vom Tempo dann, also ich mache immer so gerne meine Hunderunden. Mit dem Fahrrad bin ich nur am Bremsen, überhaupt nicht am Pedalieren. Deswegen ist das Einrad auch perfekt für Gassi fahren, Fitness oder für die Family-Ausflüge und kann ich total empfehlen. Vielleicht so ein ganz kleiner Grund, wenn ihr schon so lange den Wheelie oder Manual übt und ihr kriegt es nicht hin und ihr wollt auf einem Rad an der Eisdiele vorbeifahren, geht super mit dem Einrad. Und ihr werdet auf jeden Fall, ob ihr es wollt oder nicht, viele Sprüche kriegen. Ey, du hast ein Rad vergessen. Ey, wo ist dein zweites Rad? Kann man mit Humor nehmen. Und wenn man dann richtig im Wald fährt, dann kriegt man sogar echt sehr positive Kommentare. Ja, also dass man auf jeden Fall die Leute das sehr respektieren und einen nicht für einen Rowdy halten. Ja, aber manchmal gibt es leider auch Vorurteile beim Einradfahren. Zum Beispiel denken die meisten, dass man sich hier unten als Mann irgendwas prellt oder ne, sonstige Sachen. Aber ich fahre wirklich echt schon so lange Einrad und da tat noch nie was weh. Lutz Eichholz, Weltmeister. Er hat auch schon mehrere Kinder. Ja. Krasser, radikalster. Ja. Ja. Er ist auch, der hält einen Weltrekord von den höchsten Drop, der ist 6 Meter in Sand. Ein super Argument fürs Einradfahren als Mountainbiker ist, gerade wenn man jetzt wie ich seit den 90ern dabei ist, vielleicht erinnert man sich, als die Szene noch klein war, nicht so zerstritten, dann kannte jeder jeden. Es gab dann ein Festival, es gab eine Messe und super cool, dieser Spirit. Und beim Einradfahren gibt es das immer noch. Weil es eine kleine, sehr gemeinschaftliche Szene ist und Felix kennt da viel, kann da ruhig was von zu erzählen. Ja, klar. Also Profi-Einradfahrer wie Lutz Eichholz oder Chris Holm, die sind keinem eigentlich ein Begriff, obwohl das die Besten der Besten quasi sind. Und ja, der Zusammenhalt, die Community beim Einradfahren ist einfach sehr, sehr wichtig. Jeder kennt jeden, so wie das früher beim Mountainbiken war. Und davon lebt die Einradszene auch. Und wenn man auf Wettkämpfen kommt, zum Beispiel auf eine deutsche Meisterschaft, wo 300 Leute sind, da kennt einfach jeder jeden. Und auch bei Weltmeisterschaften tauscht man sich aus, geht auch zusammen essen. Egal wo man herkommt, sind meistens so 35 bis 40 Nationen. Und ja, da hält man einfach zusammen. Und wenn irgendeinem zum Beispiel ein Einrad kaputt geht, dann kriegt er halt das von dem anderen. Und das ist einfach wie eine ganz große Familie. Und das ist einfach das Tolle auch an der Einradszene. Also, ganz wichtig. Die Hemmschwelle, überhaupt mit dem Einrad anzufangen, ist mega gering, weil man kann sich secondhand erstmal ein normales Einrad, wie man es so vielleicht aus der Kindheit oder so kennt, holen. Und das kriegt man, ich habe eins für 30 Euro gekauft und dann kann man das Einradfahren lernen. Und selbst wenn man sich hier so ein High-End-Gerät kauft, das ist alles überschaubar, das sind ein paar hundert Euro.
gebraucht oder neu. Ich habe hier einen QX, mega schick, mega leicht. Und ja, da kann man auch mehrere Modelle für verschiedene Disziplinen haben und der preisliche Aufwand ist viel geringer als bei Mountainbiken. Wenn man einmal gelernt hat, erstmal an der Wand aufsteigen, wenn man im Freien aufsteigen kann und wenn man schon so ein bisschen fahren, man kann so schnell lernen, auch zu hopsen. Das ist viel einfacher als mit dem Mountainbike, weil du nicht Backwheel-Hops machst, die für den Körper und fürs Fahren können. Also Backwheel-Hops geht mega in den Rücken und ist auch viel schwieriger zu erlernen. Mit dem Einrad kannst du ganz schnell anfangen zu hopsen, dreilige Sachen zu fahren, echt mega cool. Ja, und in Sachen bisschen abziehen, bisschen springen, kannst du mal was zeigen so? Eine Fähigkeit, die sich durch Einradfahren auch verbessern kann. Ich empfehle natürlich generell auch solche Sachen immer zu üben, auch ohne Einrad. Das sind aber die Reflexe, weil alles geht immer so schnell, man landet dann intuitiv wieder auf den Füßen. Und mir fällt auf, zum Beispiel, wenn ich mal ausrutsche und andere Leute rutschen dann auch und landen auf dem Rücken oder so. Und wenn man richtig gute Reflexe hat, hat man viel mehr die Ausgleichbewegung. Und Einradfahren ist oft so, man will irgendwie aufsteigen und schafft es dann nicht ganz. Und zack, man landet wieder auf den Füßen. Das ist echt ein gutes Reflextraining. Ein Punkt jetzt noch zum Thema Alter. Also es gibt einer der bekanntesten Einradfahrer, hat erst mit 70 oder so angefangen. Also ist für jedes Alter geeignet. Ich muss trotzdem sagen, Einschränkungen gibt es natürlich, wenn jemand starke Voreinschränkungen durch Verletzungen hat. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand ganz oft schon sein Knie ausgenudelt hat, weil man halt oft so auf dem Bein landet, würde ich sagen, das wäre ein Faktor, der da beschränkend ist. Aber sonst ist es, solange man nicht irgendwie krassen Tricks und so weiter mit dem Einrad versucht, das ist auf jeden Fall kniefreundlich und auch für jedes Alter zu erlernen. Liebe Leute, ihr merkt schon beim Abfilmen von diesem Video, sind uns noch 10 weitere Gründe eingefallen. Vielleicht mache ich dann nochmal ein zweites und wir wollen jetzt ein bisschen aufs Fahren kommen. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, Einradfahren, das haben wir so ein bisschen angedeutet. Guckt es euch im Netz an, ich tue euch ein paar Links unten in die Beschreibung. Es gibt alle Disziplinen, es gibt Bikepacking, es gibt Marathon, es gibt Street, Skatepark, Style, da machen die so whippy whippy, 1000 Drehungen, Tricks, es gibt Trail. Es gibt einfach alles, was es beim Mountainbiken auch gibt. Selbst Kunstradfahren in der Halle mit Kunststückchen und so weiter. Es gibt Eishockey, ich kann es gar nicht alles aufzählen. Und es ist mega die interessante Sache. Ich denke immer schade, dass ich nicht genug Zeit habe, weil zwei Hobbys. Ich fahre meistens Fahrrad und nur selten Einrad. Aber wenn ich es mache, bin ich mega happy. Ja, danke dir, Felix. Ja, kein Problem. Und was sind so deine Ziele? Willst du jetzt nach Corona wieder Wettkämpfe fahren? Ja, also zum Glück sind dieses Jahr auch schon zwei Wettkämpfe geplant. Einen in Holland, das ist ein normaler Rennwettkampf, und einen in Münster, ist auch ein normaler Rennwettkampf, also mit einem Renneinrad, so 100, 200, 400 Meter Renndisziplin. Das ist erstmal das Ziel für dieses Jahr, da gut abzuschneiden, da trainiere ich auch 2 bis 3 Mal die Woche. Und für nächstes Jahr ist das große Ziel die WM in Frankreich, in Grenoble. Und da habe ich auch schon ordentlich für trainiert, also vor allem im Downhill und im Hoch- und Weitsprung, meine Paradedisziplin. Und da ist das Ziel halt, erstmal beim Downhill, Hoch- und Weitsprung ins Finale zu kommen und dann mal schauen, wie weit es mich trägt. Super, okay. Also, liebe Leute, probiert's aus, macht's. Unten die Links, auch wo ihr es bekommt, zum Beispiel QX hat einfach ein mega Angebot an Einrädern. Und da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Danke fürs Interesse, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.